Apartment 1408. Oh, Entschuldigung, ich meine natürlich 1406. Ein Indie-Horror-Game, das wir heute spielen werden. Ich weiß, Leute, Indie-Horror-Games auf dem Kanal sind eine wahre Seltenheit. Aber wisst ihr, was an dem Spiel wirklich eine Seltenheit ist? Dieses Spiel soll angeblich eine deutsche Sprachausgabe haben. Und wann hatten wir das letzte Mal hier ein Spiel mit einer deutschen Sprachausgabe? Ist schon ewig her, dementsprechend bin ich gespannt, ob das stimmt, denn ich weiß es gar nicht. Wir starten jetzt ein neues Spiel. Wenn ihr mich unterstützen wollt, bewerten, super mega wichtig, und natürlich der Hashtag Ich spreche Deutsch. Ist ein langer Hashtag, aber ich bin gespannt, wie viele Leute das korrekt in die Kommentare schreiben können. Beweist es der Welt, dass ihr Deutsch könnt. Let's go! Mein Name ist Ethan Blake und ich bin Assistent von Gabriel Blackwood. Aber mein größter Traum ist es, Dämonen zu jagen. Professor Gabriel Blackwood ist ein erfahrener Dämonenjäger, der immer wieder betont, dass ich mir noch weitere Fähigkeiten aneignen muss, bevor ich bereit bin, ihm im Kampf gegen dunkle Mächte zu unterstützen. Das ist die deutsche Sprachausgabe, so klingt die. Eine Person. Nochmal ganz deutlich. Träume können in den unerwartetsten Momenten auftreten. Und in meinem Fall geschah es zusammen mit einem Anruf von Professor Gabriel Blackwood. Pass auf, was du dir wünschst. Okay, hat anscheinend ein Student oder ein YouTuber vertont. Professor Gabriel bat mich, in das verlassene Apartment 1406 zu gehen und ihm ein altes Buch zu bringen. Er sagte mir jedoch nicht, warum. Er war sehr aufgeregt. Er erwähnte, dass sich das Buch in einem geheimen Raum befindet und dort Hinweis hinterlassen hat. Das alles klang seltsam, selbst wenn es von ihm kam. Als ich das Gebäude betrat, hatte ich das Gefühl, eine Zeitreise zu machen. Steile Treppen und alte Möbel. Auf jeder Stufe spürte ich, dass etwas nicht stimmte. Geflüster und unheimliche Geräusche. Verdammt, ich hoffe, der Aufzug funktioniert. Deutsche Sprachausgabe. Ich hab euch nicht belogen. Ich nehme an, nicht. Ich nehme an, nicht. Oh Gott, wäre das wieder super Trash? Ich bin irgendwie so ein Trash-König geworden. Das war eigentlich nie meine Absicht. Ich wollte gar nicht so trashig werden. Ich bin da irgendwie reingerutscht. Wie ins Let's Play. Ich weiß auch nicht. Irgendwie schwupps, da war der Trash-Finger drin. Aber vielleicht wird es ja am Ende doch ganz cool. Eine Person hat das Ganze entwickelt. Ja. So würde ich auch mein Indie-Studio nennen. Ein-Personen-Studio. Was soll das sein? Eine Backsteinmauer und... keine Ahnung. Zwei Finger. Oh, großer Gott, Alter. Die schmeißen mit Stühlen. Irgendwie bekomme ich auch permanent Erfolge. Ich habe eben gerade einen Erfolg bekommen für ein Objekt hochheben und ein Objekt werfen. Das ist einfach hohe Kunst, was wir hier wieder genießen dürfen. Seid mal nicht so undankbar. Der Schattenmann. Wow, ist der gerade explodiert? Finde drei Gesichter mit einem Gesicht. Hä? Drei Gesichter mit einem Gesicht? Das war eben gerade der Erfolg, den ich bekommen habe. Was war denn das hier für ein Lumpi? Das Spiel wurde gespeichert. Okay, ich soll den Schlüssel finden. Moment mal. Das Haus kenne ich doch. Das kenne ich doch. Aus einem anderen Spiel. Genau mit dieser Luke hier. Zimmer 1406. Da ist er. Der Schlüssel. Klassiker eben. Entschuldigen Sie. Hallo? Mr. Boogeyman? Können wir hier irgendwie Licht anmachen? Der Strom ist abgestellt. Ist jetzt eher weniger gut.
Schlüssel gefunden. Für irgendeine andere Tür. Hier oben ist ein Stromkasten. Ach, das war für einen Stromkasten. So. Strom ist an und... Let's... Go, Alter. Der kleine Lustikus. Hey, Lustikus. Na, wie hängt's? Noch mehr Lustikusse. Eine ganze Armee von lustigen Buben. Machen hier so eine kleine Würstchenparty. Guck mal, die beobachten mich sogar. Sie haben die Rucksack. Sie haben die Rucksack, okay? Jetzt wird alles gut. Sie haben sexy Frau gefunden. Hinter diesem Tor lauert das Böse. Und es wartet auf dich. Okay, die Frau hat ein ekelhaft verschmolzenes Gesicht. Ach, guck mal, jemand, der endlich mal solche Bretter mit der bloßen Hand runterreißen kann. Für mich jetzt schon Spiel des Jahres. Absoluter Game-Changer. Weil ich denke mir jedes Mal, als ob das nicht ginge. Du stemmst einfach deinen Fuß gegen die Tür und reißt diese Bretter einfach runter. Kombiniere den Kelch mit dem Kopf. Yo, Lustikus, kannst du mir vielleicht deinen Kopf leihen? Kleiner Schlüssel. Also die Jumpscares sind mal wieder nicht von dieser Welt. Okay. Oh, yes. Komm zu Daddy. Was war das denn? Aber ich kann jetzt Leute zerhacken. Oder auch nicht. Alter, ich glaube, ich habe das schlechteste Horrorspiel des Jahres auch gefunden. Kombiniere den Kelch mit dem Knopf. Ich habe Kopf gelesen. Wie kombiniere ich denn? Warte mal. So. So. Irgendwas scheint hier zu fehlen. Kann ich den einsammeln? Also die Puppe bringt mir schon mal gar nichts. Hier muss man wieder einen Schlüssel finden. Oh, die ganzen Puppen sind irgendwie verschwunden. Die kleinen Lustikusse. Okay. Äußerst mysteriös. What? Achso, ich dachte schon. Soll ich mit der Axt irgendwas unten einprügeln? Nee, ich bin eingesperrt. Ich komme hier schon mal nicht weg. Wie kann ich etwas kombinieren? Wie geht sowas? Ha. Schachbrett hier drüben. Also irgendwas muss hier drauf. Haben wir hier noch irgendwas drin? Das ist das Badezimmer, by the way. Einfach nur eine Badewanne. Nicht mal Armaturen. Keine Ahnung, du musst in die Küche Wasser holen, in einem Eimer, es reinschütten und so weiter und so fort. Du hast nicht mal die Möglichkeit, die Badewanne im Badezimmer zu befüllen. Ich verstehe das hier nicht. Irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt. Aber aus der Puppe kriege ich auch nichts raus. Aus der alten Holzpuppe. Oh. Schlüssel gefunden. Für was ist das denn gut? Moment mal, der Stuhl war doch davor noch nicht hier. Er schmeißt hier die ganze Zeit mit irgendwelchen Möbeln rum. Ich will da nicht reinlangen. Ey! Ey! Was ist das? WTF, was sind das für...
Moment mal, ich bin Michael Myers? Kacke, ich sehe aus wie Michael Myers. Das ist die Vorgeschichte von Michael Myers. Jetzt ergibt alles Sinn. Was ist das? Ein Sockel. Aha. Endlich. Untersuchen. Der Blutkelch. Genial, Baby. Team Lustikus. Ey, Moment, muss ich töten? Ey, geh weg, du kleiner Hanswurst. Nicht mit mir. Oh Gott, das Tagebuch von Professor Gabriel Blackwood. Tag 1. Wohnung 1406. Wir begannen mit dem Exorzismus des Dämons, dem Exus, in Apartment 1406. Die Bewohner kämpften an unserer Seite und halfen uns, den Dämon zu fangen, den wir mit Ketten banden. Emma, meine begabte Tochter mit paranormalen Fähigkeiten, erwies sich in unserem Kampf gegen das Böse als unschätzbar wertvoll. Der Dämon ist nicht wie... Der Dämon ist nach wie vor furchterregend. Vielleicht sollte ich Ethan bitten, mir das okkulte Manuskript 2 zur Verfügung zu stellen. Tag 2 bis 4. In diesen Tagen lieferten wir uns einen erbitterten Kampf mit dem Dämon, dem Mexus. Versuchte, sich zu befreien und schlug zurück. Die Bewohner blieben standhaft und glaubten fest daran, dass wir ihn besiegen könnten. Emma, die ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten einsetzte, war unsere wertvollste Verbündete. Tag 5. Unglücklicherweise brach unerwartet ein Feuer aus, das sich schnell auf das gesamte Gebäude ausbreitete. Wir versuchten eilig zu fliehen, aber keiner der Bewohner konnte gerettet werden. Nur ich überlebte und mein Herz zerbrach, als mir klar wurde, dass Emma es wahrscheinlich nicht geschafft hatte. Nach geraumer Zeit kehrte ich in das Gebäude zurück. Auf den ersten Blick sieht es normal aus, aber ich spüre den Verfall im Inneren, einen anhaltenden Geruch nach Verkohlung. Etwas Fremdes und Mächtiges muss es besitzen, aber es ist nicht der Mexus. Emma, ich muss einen Weg finden, die Wahrheit herauszufinden. Ethan? Zieh mich da nicht mit rein, Doc. Ich will mit der Scheiße eigentlich nichts zu tun haben. Dankeschön. So, bitte. Geh mal da weg. What? Irgendwas glowt hier. Ah. Da ist was. Ich brauche... Was ist das denn hier? Eine Bandage? 666. Uff, darauf wäre ich ja nie gekommen. Was für ein originelles Passwort. Okay, entweder bin ich ein echt harter Kritiker geworden. Oder ich habe zu viele dieser Spiele gespielt. Aber einige behaupten, das wäre eine Silent Hill-Alternative. Ich dachte mir nur so, okay, klingt ja geil. Und jetzt denke ich mir nur so, wo bitte? Ich bin in einem Puppenhaus, ha? Huh? Wo bitte kann dieses Spiel in irgendeiner Form mit Silent Hill konkurrieren? Was nun? Apartment verlassen. Nichts lieber als das. Hahaha, ha, ha, wie witzig. Hahaha, ha, ha, wie witzig. Jetzt soll ich hier die gruselige Dämonentür öffnen, wo sie irgendwie den großen Dämon selbst eingebunkert haben. Außerdem, wenn hier ein Brand war, warum sieht hier alles noch so verdammt gut aus? Keine einzige Spur von irgendwelchen Brandschäden, oder? Naja, vielleicht die Toilette hat's böse erwischt. Schon wieder eine Postkarte von diesem Schmelzgesicht. Ist das Emma? Ich werde kommen, unweigerlich. Du kannst nicht entkommen. Emma, wie sie Kamele verwöhnt hat. Apple, find the apple. Maybe some will give it to you.
Was sind das für Achievements? Warum gehen hier die Türen alle zu? Ist das so ein automatischer Türschließeservice? Oh, crap. Willkommen in der Hölle. Und die legendäre Silent Hill Sirene. Was machen diese Tabletten? Schmerzmittel. Na, jetzt sieht alles ein bisschen nach Wurst hier aus, ne? Finde den langen Schlüssel. Es gibt hier für jede Bewegung gibt es ein Achievement. Das ist echt irre. Okay, das ist so eine Art Lager. Interessant. Ich habe ein Lager. Wie lange geht denn dieses Spiel? Tür ist verschlossen. Finden Sie den Schlüssel. Kann jemand den Silent Hill Alarm bitte abstellen? Es brennt. Alles steht in Flammen und ich mit ihm. Wir werden bald zusammen sein. Soll Emma die brennende Alte darstellen aus Silent Hill? Oh, eine Knarre. Bist du ein Gegner, den ich abballern kann? Du siehst irgendwie aus wie Ektoplasma. Brandopfer Sally! Verbrannte Liebe. Ah, die war hot. Sie haben den Rucksack wiedergefunden. Was bringt mir der Rucksack? Was bringt mir der Rucksack, hä? Okay, zwei Schuss in den Kopf und du hast gewonnen. Medikit. Aber ich habe nicht mehr wirklich viel Muni. Boah, die macht ja richtig Combo-Angriffe. Die macht überlegende Combo-Angriffe. Was habe ich jetzt gefunden? Ah, Munition. Ich dachte, das wären Streichhölzer. Ich brauche einen Dietrich. Hallo? Okay, die Axt müssen wir wahrscheinlich niemals spielen, weil wir haben echt gut Pistolenmunition. Sind das die Bewohner? Hat man die angekettet? Nicht mal irgendeine Animation oder sowas. Einfach nur ein weiterer Schlüssel quasi. Alter, die droppen sogar was. Energy Drink. Sponsored beim Monster. Die voll dickes, fettes First Aid Kit und Goldkraut. Alter. Der Pyramidenkopf. Ist auch reingeschafft. Nur eben in billig. Nicht mit mir, Sally. Was kann man denn mit Kraut machen? So, ich habe einfach mal hier so ein altes Kraut genascht. Okay, viele Objekte, die man finden kann. Ba, 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 das brauche ich. Lesen.
in dieser verfluchten Dimension, in der eine verrostete Landschaft vorherrscht, ertrinken die Seelen in Verzweiflung. Dolorevex quält mit seinem dämonischen Hund gnadenlos diejenigen, die verschiedene Dinge auf dem Gewissen haben. Es ist sowas von Silent Hill Rip-Off. Alle böswilligen, neidischen und bösen Bewohner, die bei lebendigem Leib verbrannt wurden, erleiden nun schreckliche Qualen. Der Geruch von verbranntem Fleisch erfüllt die Luft und erinnert uns irgendwie ständig an unsere Sünden. Ja dann, ich hoffe, dass ich niemals in so eine Dimension gerate, weil ich war ein böser, böser Junge. Ganz, ganz böser Junge. Oh, bäh! Ja, ich sag ja, Game of the Year. Oh, Pyramidenschädel ist weg. Warte. Geh zur Hölle, du und Gabriel. Brielle. Geh zur Hölle, du und Gabriel. Brielle. Jetzt neu, wenn's nicht nur rein sein soll, sondern Brielle. Das neue Gabriel. Wie, was ist das denn? Irgend so ein heißer Klumpen. So ein heißer, tödlicher Teerklumpen, der mich angegriffen hat. Ja. Feg so ein Kraut in mich rein. Bassschuh. Okay. Ich bin so gespannt auf eure Meinung. Eure Meinung zu dem Spiel. Ich bin so extrem gehypt. Ich habe eine Cola gefunden. Alter, was kannst du hier alles finden? Findest du hier alles? Cola, Energy Drinks, Kräuter. Eigentlich voll der lässige Ort. Ich weiß jetzt schon, dass die Leute mir wieder vorwerfen werden. Kies, du bist einfach wieder nicht ernst genug. Ja, wer soll denn das wohl sein? Gabriels Tochter, die musst du doch kennen. Das ist die kleine Emma bestimmt. Was? Ich kann das... Ey! Ey! Oh. Kleines Drecksvieh, wie viel Leben? Oh. Habe ich so eine super Heilsalbe. Die geben 50, die Dinger. An diesem Ort fühle ich Angst und Einsamkeit wie nie zuvor. Ich weiß nicht, wie lange ich diese eingesperrte Realität noch ertragen muss. Ja, das kann ich nachvollziehen, Bruder. Gibt es eine Chance, von hier zu entkommen? Bin ich zu ewigem Leid verdammt? Mein Herz ist mit Schmerz und Kummer belastet. Ich habe niemanden außer mir und meinen Gedanken. Ich muss die Kraft finden, mich diesen Widrigkeiten zu stellen. Schließlich habe ich nichts falsch gemacht. Ach, soll ich was ablegen? Ach komm. Wird schon gut gehen. Wir schreiten da so rum, ha? Es gab keinen Schwierigkeitsgrad oder sowas zu wählen. Ich denke mir, für was brauchst du so viel Munition? Moment mal. Oh, ich habe gar keine Munition. Speichern. Boah, das habe ich in den Müll geworfen aus Versehen. Speichern. Ah, habe ich nicht in den Müll geworfen. Speichern. Moment, das ist ja gar keine Pistolenmuni, was ich da gefunden habe, sondern Shotgun-Munition oder sowas. Oh, jetzt kommt irgend so ein ekelhafter Killerhund. Alter, die hat gefressen. Droppt nichts.
schwach, Alter. Echt schwach. Was ist das hier? Wasser. Davor haben sie bestimmt Angst. Geheimwaffe Wasser. So, wo muss ich denn jetzt hin? Was sagt mein Leben? Zeit für ein Wasser, ha? Das Gegnerdesign ist halt echt hässlich. Das ist richtig, richtig hässlich. Boah, der hat mich sogar noch getroffen. Der kleine Saukerl. Lesen. Während ich durch diese verfluchte Dimension reise, erfahre ich mehr über das Geheimnis, das Demexus umgibt. Meine Fähigkeiten erlauben es mir zu spüren, dass seine Gefangenschaft kein Zufall ist. Wurde er absichtlich hierher gebracht? Und wenn ja, warum? Ist er Teil eines größeren Plans, den ich nicht verstehe? Durch all das fühle ich mich noch verlorener in dieser dunklen Welt. Dann kriege ich hier mal eine Shotgun. Wer ist das hier? Was ist das für ein Ding? Gott, ist der hässlich. Kann ich ihn töten? I have no idea. Komm schon mal hier weg. Wow, 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 wow. Was ist das hier? Pillen. Moni. Alter, ich habe ihn gekillt. So, guckst du blöd, du Pisser. Hast du nicht mitgerechnet? Da ich so ein krasser Mother F bin. Hol ich mir noch einen Wickel ums Bein. So, ich hab den rostigen Rostschlüssel. Da geht's wahrscheinlich weiter, ne? Oder auch nicht. Holen Sie das Buch zurück. Hat der irgendwas irgendwo hier hingelegt? Hast du was verloren? Hast du was, Kollege? Zum Geier soll hier ein Buch sein. Ich habe doch irgendwas eingesammelt, einen rostigen Schlüssel oder so. Ah. 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 Jetzt habe ich einen Generalschlüssel oder was? Noch ein Schlüssel. Ey. Was? Moment, der Schlüssel war nur dazu da, um das zu öffnen. Gott, du nerviges Stück Kot. Ich suche nur Schlüssel, oder was? Was haben Horrorspiele immer mit ihren Drecksschlüsseln? Demexus, ein mächtiger Dämon, steckt aufgrund von Gabriel Blackwoods Exorzismen zwischen den Welten fest. Seine Macht ist immens, aber auch verflucht. Er ist in dieser düsteren Dimension gefangen und sein Durst nach Blut und Rache wächst. Ich spüre seine Anwesenheit
und weiß, dass ich vorsichtig sein muss, da er entkommen könnte. Allerdings könnte er sehr nützlich sein. Es ist an der Zeit, die Dinge in dieser Welt in Ordnung zu bringen und alle Schuldigen zu bestrafen. Na gut. So. Ich hau mir erstmal ein paar Pillen rein. Es wartet auf dich. Ich kann dich echt nicht gut leiden. Ich wünschte, ich dürfte dich einfach abknallen. Göre. Eine Person hat es entwickelt, okay? Das Buch ist verschwunden. Ist hier jemand? Es klingt nicht nach einer KI. Ach nein. Ist hier jemand? Ach nein. Es klingt nicht nach einer KI. Ah, ich krieg hier immer wieder die gute alte Gauge. Aber ich habe noch keine Gauge gefunden. Das ist so ein geniales Spiel, Mann! Also... Ah, ist wieder da. Moment, bin ich jetzt aus der Dimension X entkommen? Jetzt sag nicht, das ist schon das Ende vom Spiel. Ha. Ich bin raus aus dem Apartment. Das wäre schon irgendwie sehr kurz. Alter, ich gehe nach Haus. Ah, nee. Verarscht. Trotzdem. Das war's. Ethan. Ich bin in der Nähe von Apartment 1406. Ich werde bald da sein. Das Ende ist nah. Apokalyptisches Bild ganz kurz eingeblendet. Ende. What? Das war Apartment 1406? Wieso ist sowas immer gut bewertet? Ich krieg's nicht in meinen Schädel. Es war mit Abstand eines, also es war das schlechteste Horrorspiel, das wir je gespielt haben. Es war einfach nur, es hatte gar keinen Inhalt, wenn man so drüber nachdenkt, ne? Ja, aber das Spiel verkauft sich und es gibt Leute, die betonen, wie positiv sie es finden, dass da eine deutsche Sprachausgabe drin ist. Für die 5 Sätze. Ich bin schockiert. Und deswegen werden wir noch ein Indie-Horror-Spiel spielen. Bis gleich! Das Urheberrecht von Mickey Mouse ist ja bekanntermaßen mittlerweile ausgelaufen. Das heißt also, jeder kann rein theoretisch irgendwas herstellen mit dem ikonischen kleinen Mäuschen namens Mickey Mouse. Ich könnte zum Beispiel ein Mickey Mouse Horror Game entwickeln, einen Mickey Mouse Horrorfilm machen oder auch einen Mickey Mouse Abenteuerfilm. Das Einzige, was nicht sein darf, es soll nicht so aussehen, als würde das Produkt von Disney kommen, sondern eben unter Eigenregie, Eigenverantwortung mit der ikonischen Figur Mickey Mouse. Das erste Mickey Mouse Horrorspiel ist auch schon da. Captain Willy heißt das Ganze. Es ist kostenlos. Wir starten durch. Es kann nur besser werden. Hashtag lang mehr den Willy. Auf geht's. Es kann nur besser werden. Ja, ich habe den Abgrund gesehen. Ich habe direkt in die Hölle geblickt. Okay, es hat schon mal eine sehr weirde Schwarz-Weiß-Optik. Dampfschiff Willy. Was muss ich hier machen? Kartoffeln schälen?
Mickey, wo bist du? Hier ist ein Schloss dran. Moin. Morgen. Ich bin die neue Hand am Deck. Und er hat ein paar Aufgaben für mich. Schrubb mal das Deck, Bruder. Alles klar. Ach ja, hier sind auch fiese Spuren. Die müssen weg. Wo ist Mob und Eimer? Hier muss ich Kohle schippen. Dampfschiff Willy. Kartoffeln schälen. Das ist wahrscheinlich meine kleine Sklavenkajüte. Aber irgendwo muss ja ein Mob sein und ein Eimer. Steht hier vielleicht irgendwas rum? Ist auf jeden Fall sehr viel Dreck. Sehr viele Fußabdrücke. Die müssen alle weg. Mickey. Was ist das denn hier? Das Verlies? Kerze? Ah. Zeug zum Schrubben. Jetzt muss ich ja alles wegschrubben. Alter, Mickey, du alter Sklaventreiber. Was bekomme ich als Bezahlung? Peitschenhiebe und Kartoffeln. Geil. Gott sei Dank habe ich dafür einen Fetisch. Da freut man sich doch. Muss man das vielleicht irgendwie noch durchspülen? Nö. Gut, dann machen wir hier mal alles sauber. Muss ich wirklich jeden einzelnen Fußabdruck finden? Und geht diese Melodie wirklich ewig? Auf ewig? Auf immer und ewig? Spielen die das, bis mir die Ohren bluten und die Melodie mir aus den Ohren quillt? So. Naja, hier auf dem Schwarz-Weiß-Deck kann man gar nicht so genau sagen, was ist Fußabdruck und was ist Schatten. Aber Sir Mickey, ich mache einen guten Job. Ich werde sie nicht in den Stich lassen. Sind hier auch welche drin? So, hier habe ich auch geschrubbert. Sieht sauber aus. Chef Mickey. Ich hab's geschafft. Großartig, kleiner Mann. Jetzt quäl dich mit den Kartoffeln. Ja? Mit den Kartoffeln quälen. Aber klar doch, Mickey. Okay, wie funktioniert das? Ah. Einfach draufhauen. Irgendwann hat er sie schon geschnitten. Und wenn der Trog leer ist, dann hast du es geschafft. Easy. Mr. Maus, Sir, ich habe die Kartoffeln gechoppt. Naja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber jetzt hauen wir ordentlich Kohle ins Feuer, mein Junge. Ei, ei, Captain Maus, Sir. Schwupps. Schwupps. Schön rein. Ich wette, wir werden sehr bald sehr viele Mickey-Horror-Sachen sehen. Film ist ja auch schon geplant. Ah, guck mal, das ist schon zufrieden. Gut, gut, gut. Ich brauche deine Hilfe für heute nicht mehr. Leg dich aufs Ohr, du kleiner Pisser. Alright, Mr. Mickey, Sir. Oh, endlich. Alter Mickey. Der schenkt dir nix, der alte Sklaventreiber. 29.04.1929, Tag 2. Tag 2 an Bord der MSS Maus. Mickey ist weiterhin ein Sklaventreiber. Er gibt mir monotone, stumpfsinnige Arbeit und versucht, meinen Willen zu brechen. Es gibt kein Entkommen. Obermat Goofy ist seit 3 Tagen verschwunden. Untermat Duck geht davon aus, dass er ermordet wurde. Okay, es sieht schmutzig aus. Du weißt, was zu tun ist. Mann, wer macht das denn immer so schmutzig?
Also meine Fußabdrücke sind das nicht. Ich habe nicht solche riesen Quadratlatschen. Diddle 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 diddle. Micky lässt mich schuften, bis mir die Eier bluten. Aber ich bin so glücklich darüber. Weil ich Mr. Maus dienen darf. Das macht mich froh. Ist eigentlich auch nur Power Wash Simulator mit Mickey Maus. So. Okay, hier habe ich alles. Ich will wissen, was da unten in dieser Luke drin ist. Ist es Goofy? Ist es Donald? Die schreckliche Qualen leiden. Zutrauen würde ich dem alten Mickey. Ah, irgendwo fehlt noch was. Ich kann die Räume nicht rein. Abgeschlossen, aber wieso? Ja, jetzt find mal dieses eine letzte. Ah, da drüben, oder? Ja, komm schon. Schrubb ist sauber. Mickey wird zufrieden sein. Und ich darf anscheinend noch einen Tag weiterleben. Drüben ist das Rettungsboot. Ich frage mich halt, wann kommt der Punkt, wo das Ganze kippt und eskaliert. Ah, es leuchtet so schön. Und jetzt ran an die Tatos. Aye, aye, Sir. Ich kümmere mich um die Tatos. Chop, chop, chop. Chop, chop, chop. Yo! Ich hab gut abgechoppt, ne? Okay, ich soll das Steuerrad übernehmen. Man muss ein paar Dinge kontrollieren. La 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 la. Land in Sicht. Ach, mein neuer Job ist echt nicht übel. Immer noch besser als Apartment 1406. Immer noch besser als der Hausmeisterjob in Apartment 1406. Nichts. Kein Eisberg in Sicht, Sir. Captain. Das hätte ich ihn schon längst gerammt. Oh, wow. Aha. Okay, mache ich. Okay, Mickey. Ja. Kohle. Immer schön rein. Erledigt, Sir. Volle Kraft voraus. Okay, wenn ich mag, kann ich schlafen gehen. Ja, ich habe ja keine andere Wahl. Da drüben ist immer noch ein Schloss. Die Klappe ist auch zu. Ich geh pennen. Oh, ich bin auch ziemlich müde. Oh. Die Arbeit ist hart. 30.04.1929. Liebes Tagebuch. Jetzt ist auch Unterleutnant Duck verschwunden. An Bord erzählt man sich schreckliche Geschichten. Dass die Kartoffeln gar keine Kartoffeln wären, sondern die Köpfe toter Kameraden. Ich weiß, das ist Unsinn, aber nachts hören wir auch seltsame Schreie. Ja, ich bin schon wieder wach. Und ich geh putzen, Chef, ich geh putzen. Putzen wie immer. Du kennst den Job. Obermatt Kies. Gehen Sie putzen.
So, dann putze ich mal, Mickey. Schön das Pupdeck schrubben. Es wird immer dreckiger. Also hier muss es mehrere Leute geben. Es ist nicht eine Person. Und wenn, was ist das? Hier ist alles schwarz-weiß. Ist das Blut? Sind das Blutspuren? Sind die eigentlich rot in Wirklichkeit? Dunkelrot? Blutrot? Diddle diddle, diddle diddle, diddle diddle do. Kann ja nichts machen am Schloss, nee. Diddle diddle, diddle diddle, diddle 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 di, diddle diddle, diddle diddle da do do. Danach geht's Kartoffeln schälen, Sir. Sauber wie immer. Für was brauchen wir die ganzen Potatos? Für was brauchen wir die? Wer frisst die denn? Warte, Moment. Er sagt, ich soll Potatoes machen, oder? Ah, ich soll unter Stack. Okay, sollen wir die Kerze schnappen? Aber hier sind noch super viele Potatoes. Oh Gott, jetzt bin ich dran. Jetzt bringt mich Mickey Mouse um. Ja, jetzt ist der Moment gekommen, wo mir Mickey Mouse mit einer Peitsche in die Fresse haut. So, dann gib mal her hier. Goofy? Donald? Pluto? Kartoffeln. Seid ihr hier? Potatoes. Hallo? Noch mehr Potatoes. Schlüssel liegt hier rum. Wie viele Potatoes brauchen wir dann? Das ist so still und unangenehm. Ich habe einen Sack Kartoffeln und die Kerze steht wieder hier drüben. Da war ein Schlüssel. So, ich habe Potatoes reingemacht. Da war volles Abenteuer. Ich will aber da nochmal rein. Unten rauchst du so schön nach Leiche. Leichenduft. Gibt's auch als Kerze. Hatte ich mal bei Resident Evil. So eine Leichenduftkerze. Okay, wir können nicht nochmal rein. Ja, es war ein Versuch wert. Wer hätte nicht geguckt, ob er nochmal rein kann. Da ist ein Schlüssel und der ist wahrscheinlich für das Rettungsboot. Gut, dann shoppe ich erstmal. Ich chopp den ganzen Tag Kartoffeln und bereue mein Leben. Wie bin ich nur auf diesem Boot gelandet? Schlimmeres kann's nicht geben. Lalala, mein Leben. Du bist echt ein... Ey! Hey! Das war verdammt gruselig. Okay, ich soll Kohle holen und dann ein bisschen Kohle reinbuttern. Traut ihr dem Typen da oben? Dieser kleinen, widerlichen Maus? Seid ihr Mickey-Fan? Also mein Sohn ist riesen Mickey-Fan. Der findet Mickey irgendwie am geilsten und Mimi. Wieso auch immer. Ich bin natürlich Goofy-Fan. Goofy ist der Beste. Diesen Schlüssel. Oh! Da liegen Knochen rum. Menschliche Knochen. Goofy-Knochen liegen da hinten rum. Ich hab's doch gewusst. Irgendwas läuft hier ganz verkehrt. Irgendwas läuft hier ganz verkehrt.
Wer da? Ich schippe um mein Leben. Captain? Nö, ich habe keine Angst vor der Dunkelheit. Es war ein langer Tag geschlafen. Captain, wo sind eigentlich die anderen? Okay. Dann bin ich eben nur mal der Letzte. Akzeptiere ich so, Captain. Akzeptiere ich so. Keine Fragen mehr stellen, wo die anderen sind. Ei, ei. Was ist denn jetzt los? Jetzt habe ich doch ein bisschen Angst vor der Dunkelheit. Mr. Maus? Ich weiß nicht mal, wo wir hinfahren. Mr. Maus? Wer lenkt das Schiff? Hallo? Ist niemand da? Aber hier sind Fußabdrücke. Das Schloss hat immer noch sich nicht von Ort und Stelle bewegt. Das ist ganz schön Eier, da reinzugehen. Mr. Maus? Captain? Was machst du hier unten? Geschlafen. Okay, ich geschlafen. Okay, ich gehe ja schon schlafen. Keine weiteren Fragen. Der macht irgendwas richtig Abartiges da unten. Also wenn es morgen Ente zu den Kartoffeln gibt, dann wisst ihr Bescheid. Schon irgendwie irre. Die essen ja auch wirklich einen Entenbraten. Was so, das ist Kannibalismus, Leute. Wirklich, es gibt so Bilder, wo Donald Duck die Ente anschneidet oder einen Truthahn. Das ist irgendwie schon abartig, ne? Wenn man so drüber nachdenkt. Tag 4, 1. Mai. Diese schreckliche Musik. Liebes Tagebuch. Diese schreckliche Musik verfolgt mich in meinen Träumen. Captain Maus hat völlig den Verstand verloren. In seinem Blick erkenne ich nur noch Wahnsinn. Ich bin mittlerweile alleine mit ihnen an Bord dieses Schiffes. Alle anderen sind verschwunden. Ich glaube, ich werde auch nicht mehr lange leben. Er hat schlechte Neuigkeiten. Wir haben uns verfahren. Cool. Ja, da war alles unter Kontrolle, ist, sollen wir keine Sorgen machen. Putz mal lieber das Deck. Dafür, dass Mr. Maus und ich alleine sind, ist es sehr merkwürdig, dass immer wieder neue Fußspuren kommen. Was läuft an diesem seltsamen Ort wirklich? Okay, Mr. Maus, ich putze. Ich scheue mir wieder die Finger wund. So, hier, zack, 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 auch noch geputzt, voller Inbrunst, bin ich stolz, dass mein Deck immer schön sauber ist. Perfekt. Ja, ich bin der Beste im Putzen. Geh in den Keller rein. Da unten irgendwas verändert hat, nachdem Mickey letzte Nacht da unten rumgewütet hat. Na dann, gehen wir mal runter. Ob wir ein paar Leichenteile finden. Hier ist Kohle, Kartoffeln, nehme ich schon mal mit. Hier liegt
immer noch der Schlüssel. Und hier sind immer noch die Knochen von Goofy. Hier sind immer noch die fiesen Goofy-Knochen. Na dann. Kartoffeln schälen. Wie jeden Tag. Moin. Alles klar, die Anweisung hätten sie mir nicht nochmal extra geben müssen. Ich hätte auch von alleine Kartoffeln gechoppert. Chopping like a real man. So. Ausreichend für zwei Personen. Okay, ich soll nochmal Kohle holen und dann soll ich meine Energie mir gut einteilen und dann, ja. Es ist wirklich eine Simulation. Es ist eine Simulation, wie es damals war, 1929, auf Dampfschiff Mickey. Achso, ich brauche gar keinen Sack. Okay, mein Fehler. Ich dachte, ich muss nochmal einen Sack holen. Aber anscheinend haben wir ausreichend Kohle, um noch mal ein bisschen zu choppen. Lululululu. Moment. Ach, wir haben genügend Kohle. Oh. Na dann ruhe ich mich aus. Wenn der Captain sagt Feierabend, dann Feierabend. Der fünfte. Fünfter. Kaum zu glauben, liebes Tagebuch. Ich bin immer noch am Leben. Heute war ich mir sicher, dass Mr. Maus mich endgültig aus dem Weg räumen wird. Die Kartoffelvorräte sind aufgebraucht. Der Boden ist wieder schmutzig. Kohle ist auch nicht mehr wirklich viel da. Wir haben uns verfahren. Weiß der Geier, wo wir sind. Das Schiff ist nicht besonders schnell. Ja. Okay, der weiß nicht, wo wir sind. Aber es sieht hoffnungslos aus. Warum muss das Deck immer noch glänzen, wenn wir eh dem Tode geweiht sind? Wird er mich gleich kannibalisch fressen oder sowas? Mr. Maus hat ein merkwürdiges Funkeln in seinen Augen. Ich glaube, er plant es, mich zu verspeisen. Im Moment gibt er mir sogar etwas mehr Kartoffeln als sich selbst. Ein eindeutiger Beweis, dass er mich mästen will. Oder wieso sollte er das sonst tun? Oh, ich sollte vorsichtig sein. Der wird bald zuschlagen, der alte Mr. Maus. So, hier sieht's gut aus. Da hinten ist, glaube ich, nichts, ne? Ich guck nochmal kurz hin. Nö. Mittlerweile bin ich ja wirklich Meister im Schrubben. Ich kenne jemanden, der so gut die Latten schrubben kann wie ich. So, haben wir noch Essen? Okay, er hat Hunger. Chef, Kartoffeln sind leer. Ich weiß nicht, ob wir unten noch was haben. Aber ich gehe nachsehen. Let's take a look. Das sieht nicht gut aus. Wir können Kohle essen oder die Restkartoffeln, die hier rumliegen. Ist besser als nix. Oh oh, wir haben wirklich keine Kartoffeln mehr, ne? Nee. Kohle. Aber keine Kartoffeln. Ey, Mickey wird sowas von durchdrehen. Uff, das ist nicht gut. Wenn ich ihm das jetzt erzähle, der wird Amok laufen. Diese Maus liebt Kartoffeln. B-
Bad News, Captain. Keine Kartoffeln. Nope. Okay, wir sollen das Feuer füttern, dass wenigstens das Feuer nicht hungern muss. Ich glaube, das endet irgendwie in Kannibalismus. Bin ich eine Maus? So. Ab ins Bett mit dir. Dull Mickey, ne? Wie er mal redet. Captain trinkt viel. Macht Wodka aus den Kartoffeln. 14.05. 18 Tage. Und wir haben jetzt 9 Tage nichts gefressen. Mr. Maus. Gut, ich übernehme. Ja, klar. Boah, das Wetter ist aber diesmal grauenhaft, ne? Wup, wup. Dingel, dingel, ding. Nichts. Absolut nichts. Irgendwann muss doch irgendwas mal kommen. Oh, wow, Mr. Maus. Okay, er kann übernehmen. Ich soll schlafen gehen. Der sieht doch eh nichts. So dunkel, wie es da draußen ist. Was passiert? Die fröhliche Melodie ist weg. Das Deck muss geputzt werden. Boah, ist er richtig deprimiert. Die ganze Zeit hat er fröhlich dahergequasselt. Unten waren noch immer ein paar Kartoffelreste. Das reicht doch nochmal für ein bisschen was zumindest. Ach, Schrubben. Ich habe schon ans Essen gedacht. Das ist dieselbe Melodie, bloß auf einem anderen Instrument mit Traurigkeit. Ich glaube, unsere Reise neigt sich dem Ende. Und so wie das aussieht hier auf offener See mit hungrigem Magen, wird das wohl kein gutes Ende für uns. Deprimierendes Mickey-Spiel. Sehr, sehr deprimierendes Mickey-Spiel. Okay, Kartoffeln gibt's nicht. Ich soll noch ein bisschen Kohle reinballern und dann... Ich glaube, Mickey mochte mich. Deswegen hat er mich am Leben gelassen. So, Kohle ist drin. Alles klar, Feierabend. Hab den Captain gehört. Tage. 16. Mai. Was war das denn? Irgendjemand hämmert rum. Irgendjemand da draußen ist verdammt zornig. Mr. Maus? Super dunkel. Besser. Mr. Maus? Hallo? Ha. Das waren merkwürdige Geräusche. Captain?
Er weiß, dass ich Essen habe. Er hat's rausgefunden. Ich habe kein Essen. Was? What? Holy crap! Oh mein Gott! Ich habe meine Leuchte verloren. Mr. Maus? Aber. Was für ein Psycho. Ich hab nichts zu essen. Tschüss. Was für ein durchnes Spiel. Aber immer noch besser als Apartment 1406. Und gratis. Hashtag besser als Apartment 1406. Hashtag und gratis. Oh, Leute. Das war mal wieder ein Abenteuer. Captain Willy. Im Moment auf Platz 2 in den Indie-Charts. Was soll ich dazu sagen? Es hat irgendwie seinen Charme. Es war nicht wirklich gruselig, aber es hat irgendwie seinen Charme. Ich weiß nicht. Man hat ein bisschen das Herzblut gespürt und so. Bin mal gespannt, was wir noch so für Mickey Mouse Games bekommen werden in naher Zukunft. Eins ist ja schon angekündigt, irgend so ein Nazi-Bunker Mickey Mouse Game, was auch so eine Kontroverse hatte, weil es wirklich so eine komische Nazi-Thematik drin hat, wo einige gesagt haben, es geht ja gar nicht. Ich weiß nicht, ich habe mich nicht reingelesen in die Kontroverse. Aber so an sich, Nazi-Mickey Mouse, ja, warum nicht? Baller ich weg, ist kein Problem für mich. Wann es aber kommt, keine Ahnung, irgendwann dieses Jahr angeblich. Das war's mit dem Video. Zwei sehr dumme Horrorspiele in einem Video. Im Moment ist so ein bisschen Ebbe, aber bald kommen auch wieder neuere, coolere Games raus. Poppy Playtime kommt und Mickey Nazi kommt und es kommen natürlich auch wieder richtig qualitativ hochwertigere Spiele raus. Aber ihr kennt es, Januar, ne? Der Januar-Content, der ist immer schäbig. Was soll ich machen? Ich programmiere die Spiele nicht. Noch nicht. Vielleicht eines Tages, wer weiß das schon. Ich bedanke mich trotzdem für eure Unterstützung. Für eure Bewertung. Ihr kennt die Hashtags, schreibt sie in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie oft ich den letzten lese, wer sich hier Captain Willy bis zum Schluss reingewürgt hat. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Bussi, Bussi und tschüss.